Zuerst einmal ist ein Berg eine archaische Welt und da gibt es keine Regeln. Die Regeln machen wir uns sukzessive selber, wenn wir gemeinsam hinaufsteigen. Aber viel wichtiger ist, dass der Laie versteht, dass eine bestimmte Wand mit einer bestimmten Schwierigkeit für uns Kletterer, für uns Bergsteiger eine Herausforderung ist. Wenn ich das runterschaue, das Plateau ist der Wahnsinn. Oder darüber, also dass er daher kommt, dann tut es ja gegen dahin. Das obwohl ich sitzen lässiger finde, wenn ich auf irgendeinem Du kannst sitze. Das nicht. Aber dann muss er, dann kann er halt von oben runterschimpfen. So, ja. Bäfeln. Ja. Eine abartige Höhe. Wir haben keine Angst. Du musst ihn wirklich halten, wenn im Notfall, wenn er da runterspringt, wenn er irgendwie selbstmörderische Anwandlungen hat. Ja, der Andi ist da unberechenbar. So ist gut. Ich bin nur im Anschnitt. Ja, nur im Anschnitt. Den Kopf habe ich gar nicht drin, nur dein Knie und das Ding. Okay? Achtung! Kamera läuft. Kamera läuft! Du spinnst! Du bist ein absoluter Depp! Um es kurz zu machen, beim extremsten Bergsteigen bleibend, der beste Bergsteiger ist der, der die verrücktesten Sachen wagt, aber dabei nicht umkommt.